Das neueste Video auf seinem Laptop schützte Julian Nagelsmann mit aller Macht vor Hackerangriffen. Welches Team es ist, verrate ich nicht. Nein, ich verrate es nicht, sagte der Trainer der TSG Hoffenheim hartnäckig. Zuvor hatte Nagelsmann angekündigt, dass er seinen Profis das Abwehrverhalten eines der größten Teams der Welt vorführen wird, das soll unser Vorbild sein. Bei denen verdient der Zeugwart mehr als die meisten Spieler bei uns. Die Geheimniskrämerei vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Schachtjor Donetsk, TSG Hoffenheim, Schachtjor Donetsk ab 21 Uhr im Live-Ticker, dient nur einem Zweck. Der Bundesligist will im fünften Anlauf seinen ersten Dreier in der Königsklasse holen. Das Abenteuer soll noch nicht enden, betonte Kapitän Kevin Vogt, wir wollen den historischen Sieg endlich einfahren. Die Ausgangslage vor den abschließenden beiden Spieltagen der Gruppe F ist klar, Hoffenheim, 3 Punkte, würde sich mit einem Sieg gegen Donetsk, 2, den dritten Platz und damit die Teilnahme an der Europa League sichern. Für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League braucht die TSG einen optimalen Verlauf zu ihren Gunsten. Die Tabelle der Gruppe F Provinztour oder internationales Ausstars liegt daran, dass Olympique Lyon 6 den direkten Vergleich gegen die Hoffenheimer gewonnen hat. Deshalb müssen die Kraichgauer auch im letzten Gruppenspiel bei Manchester City 9 etwas holen. Bedeutet, laufen die letzten beiden Gruppenspiele nicht exakt nach den Hoffenheimer Vorstellungen, geht es für die Nagelsmann-Truppe entweder mit der Provinztour in der Europa League weiter oder der Traum vom internationalen Geschäft hat sich im Schnelldurchgang gleich ganz beendet. Um die Chance auf ein Endspiel in Manchester zu bekommen, sollten die Hoffenheimer endlich ihre Defensivschwäche in den Griff bekommen. Das zeigte sich nicht erst beim 3:3 am Samstag in der Liga bei Hertha BSC. Auch die 9 Gegentore in den ersten 4 Partien der Königsklasse sind Nagelsmann eindeutig zu viel, Service der Spielplan der Champions League, mangelhafte Einstellung der Abwehrspieler, der maximale Wille zum Erfolg in der Defensive ist nicht bei allen in der Rübe drin. Im Grunde müssen wir nur besser verteidigen, das ist der Schlüssel. Das ist aber keine Frage der Taktik oder des Trainings, das beginnt zwischen den Ohren, sagte der Coach, der gegen Donetsk auf Dennis Geiger, Benjamin Hübner, Nadim Amiri, Lukas Rupp und Florian Grilitsch verzichten muss. Nach Ansicht Nagelsmanns macht die mangelhafte Einstellung zur Abwehrarbeit den Unterschied zu den Top-Teams aus. Viel mehr Chancen als wir, die wir fast in jedem Spiel der Champions League der Außenseiter sind, kann man sich nicht herausspielen, äußerte der 31-Jährige, 2-3 Tore schießen wir fast immer. Für eine richtige Spitzenmannschaft reicht das bei uns nicht so oft, Hauptsache ohne Gegentor. Immerhin haben die Profis die Kritik angenommen, wir müssen den Schalter umlegen und den Fokus auf die Defensive richten. Tore schießen können wir. Aber diese vielen Gegentore, das ist unglaublich, sagte Spielmacher Kerem Demirbay, wir müssen alle besser verteidigen. Wenn wir gegen Donetsk alles daran setzen, ohne Gegentor zu bleiben, dann gewinnen wir. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Lesen Sie auch. Die Grabenkämpfe bei dem Bayern-Fan-Talk mit Wiese und Pocher.